Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute erzählen wir Ihnen die Geschichte dieses Goldstücks. Was ist? Will keiner von euch mitmachen? Wir haben andere Sorgen. Roger spielt entkrampft, Cousinchen. Wenn du es nötig hast? Zwei Trainerstunden versäumt. Wer ersetzt mir das? Also meine Zeit ist auch nicht gestohlen. Ich habe 5 Termine absagen müssen. 5 Termine? Schau mal an. An einem Tag oder in einer Woche? Dein Mann hat natürlich viel mehr Termine, Uta. Mit seinen Schülerinnen. Hört doch auf! Sagt uns lieber, was der Alte will. Ja, woher sollen die das wissen? Na, schließlich sind sie ja seine Nichten. Onkel Hubert wird sich zurückziehen wollen. Und sein Hab und Gut an euch verteilen. Damit ihr endlich auf den grünen Zweig kommt. Du hast's nötig. Der redet, als ob er sich's leisten könnte. Wann hast du je eine einzige müde Mark verdient? Ärgert's dich? Sagen Sie, Frau Bender, wollte mein Onkel nicht um 4 Uhr wieder hier sein? Mein Mann hat eben angerufen. Es wird wahrscheinlich etwas später werden. Sie sind noch auf der, wie heißt das, Großbaustelle Süd. Eine andere Firma nehmen. Herrgott, Sakrament, muss ich denn alles selber machen, Herrschaften? Wozu zahle ich euch teuer? Jeden Morgen denselben, Herrschaften. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Ist doch Kinderkram. Ach, erzählen Sie mir doch keine Kindermärchen. Was soll ich denn damit anfangen mit dieser Papier? Stimmt hier vorne und hinten nicht. Lächerlich sowas. Ich komme gleich nach. Sie sind fertig? Ja. Hier die Schlussberichte. Was ist mit der Höhe der Schulden? Hier die Summen, hier die Gläubiger mit Adressen. Aha, mehrmals Ehebruch. Nachweisbar? Vorletzte Seite, bitte. Die Geschichten sind doch hieb- und stichfest. Ja, aber das ist doch selbstverständlich, Herr Carsten. Haben Sie selber überwacht? Zum Teil ja, außerdem 2 meiner besten Leute. Wie viel? Aber ich bitte Sie, das hat noch Zeit. Bitte schön, wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie sind mit meiner Arbeit zufrieden. Mein Spezialgebiet ist eigentlich Wirtschaftskriminalität, Industriespionage und solche Sachen. Also wenn Sie da irgendwelche Sorgen haben, Herr Karl. Danke, Herr Wolnatzki. Wenn ich Sie brauche, lasse ich Sie verständigen. Liederlich, wie sie leben, so parken sie auch. Ja,
Ich habe euch natürlich nicht ohne Grund herbestellt, mitten in der Woche. Aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich die Sache nicht länger aufschieben will. Ich will die Leitung der Firma in jüngere Hände übergeben. Ihr wisst alle, dass ich jahrelang gehofft habe, dass einer von euch mein Nachfolger werden könnte. Entweder mein Neffe Klaus oder einer der Ehemänner meiner Nichten. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, dass ich diese Hoffnung längst begraben habe. Also zunächst mal zu dir, mein lieber Klaus. Du studierst seit 5 Jahren Architektur, jedenfalls nennst du das so. Im Frühjahr hast du angeblich dein Vordiplom bestanden an der Technischen Universität Berlin. So steht es jedenfalls in deinem Brief vom 29. Mai. Inzwischen habe ich festgestellt, dass du die Prüfung nicht einmal versucht hast. Aber wie kannst du so etwas behaupten? Die Höhe deiner Schulden in Berlin hat inzwischen eine Höhe von 4.700 erreicht. Unbezahlte Zimmermieten, fertige Autowechsel, Schneiderrechnungen, Kneipen und so weiter und so weiter. Und das bei einem monatlichen Scheck von 900. Ich will gar nicht wissen, wie du dein Geld verpulvert hast. Aber du sollst wissen, dass der Scheck ab sofort gesperrt ist. Dasselbe gilt für dich, meine liebe Uta. Dein Mann ist Tennislehrer, hat also einen sehr anständig bezahlten Beruf und könnte seine Familie reichlich ernähren. Wenn natürlich ein Tennislehrer Stammgast am Roulette-Tisch ist und kostspielige Weibergeschichten am Halse hat. Ich glaube nicht, dass ich mir das gefallen muss. Kostspielige Weibergeschichten am Halse hat! Dann reicht's natürlich hinten und vorne nicht. Dann lebt die Wertefamilie von dem Scheck, den der dumme alte Onkel jeden Monat drüber langt. Schluss damit, ab sofort gestrichen. Jetzt zu dir, meine liebe Susanne. Du weißt, ich war immer gegen diese Heirat, instinktiv. Meine Nachforschungen haben mir leider recht gegeben. Dein Mann ist mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Vor 2 Jahren in Braunschweig, vor einem halben Jahr in Heidelberg. Darauf habe ich gewartet. Ja, ich weiß, beide Male freigesprochen. Freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Ja, ist das Ehrenlos? Das steht hier nicht zur Debatte. Ist wieder typisch. Dann bist du hierher gekommen, hast meine Nichte geheiratet und mit ihrem Geld, das heißt also mit meinem Geld, ein neues Geschäft eröffnet. Mit welchem Erfolg, wenn ich fragen darf? Was heißt hier mit welchem Erfolg? Als Immobilienmakler, da braucht man halt eine gewisse Anlaufzeit. Besonders in einer neuen Stadt. Ein bisschen mehr Unterstützung von deiner Seite und meine Pechsträhne wäre längst überwunden. Pechsträhne! Was die Leute so alle Pech nennen, ist meistens ihre eigene Unfähigkeit oder ihr bodenloser Leichtsinn, um es mal gelinde auszudrücken. Lass ich mir nicht länger bieten, habe ich das Löte. Heinz, bitte! Ja, bitte, bitte, du kannst dir den Unsinn ja weiter anhören, ich jedenfalls nicht. Heinz, so warte doch! Heinz, ich bitte dich, was machst du denn? Deshalb brauchst du doch nicht gleich davon zu laufen, davon wird's doch auch nicht besser. Schlechter kann es jedenfalls nicht mehr werden. Mensch, hier parkt aber auch jeder, wie er will. Wie soll ich denn da reinkommen? Mist, verflucht. Onkel Hubert, du kippst doch wieder das Kind mit dem Bade aus. Gib euch keine Mühe. Diese verdammte Schmarotzerei unterstütze ich keine Sekunde länger. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet. Und mit euch habe ich viel Geduld gehabt. Viel zu viel. Los, ihr könnt gehen. Na los, 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 worauf wartet ihr noch? Halt doch nicht so dumme Scheiße. Schau mich nicht so an! Wegen deiner verdammten Geschichte ist alles passiert. Schon wegen deiner verdammten. Mein Gott, Herr Carsten. Ja, das musste sein, Frau Bender. Jetzt fühle ich mich bedeutend wohler. Onkel Hubert, hast du noch ein paar Minuten Zeit für mich? Ach, hast du noch nicht genug gehört? Ich wollte zur Abwechslung auch ein paar Worte sagen, wenn ich darf. Na los, dann komm rein. Ich höre. Ja, du hast natürlich recht, Onkel Hubert. Ich will auch nichts beschönigen. Ich war leichtsinnig, faul und ich habe dich angelogen. Aber ich könnte das doch alles wieder gut machen. Ach, wie schön. Ich könnte arbeiten für 3 und alles nachholen. Nur... Was nur? Ja, ich meine... Meine Schulden. Wie soll ich das schaffen? Ohne den Scheck? Na gut. Sollst nicht sagen, ich hätte dir keine Chance gegeben. Will deine Schulden übernehmen. Aber dein Scheck bleibt gesperrt, bis du mir dein Vordiplom zeigen kannst. Was? Bitte? Tja, vielen Dank, Onkel Hubert, vielen, vielen, vielen Dank. Aber weißt du, bis zum Vordiplom, das ist doch mindestens ein halbes Jahr. Wovon soll ich so lange leben? Ich denke, du wolltest arbeiten, wir 3. So wird. Du kannst neben dem Studium Geld verdienen, wie 1000 andere Studenten auch. Ein schrecklicher Gedanke, was? Nein, nein. Dein Vordiplom musst du schaffen ohne meine Hilfe, sonst schaffst du es nie. Tja, ja, du hast natürlich recht, Onkel Hubert. Aber wenn du mir den Scheck wenigstens jetzt gleich geben könntest. Deine Schulden, die werde ich lieber direkt an deine Gläubige zahlen. Schick mir die Rechnungen zu. Also, mach's gut. Ja, Carsten? Barcelona! Ja, legen Sie das Gespräch her. Ja, Stefan, mein Junge. Wie ist denn das Wetter an der Costa Brava? Ja? Na, fein.
Hast du schöne Tage gehabt, ja? Na, nur erzähl mal, mein Junge. Was hast du erreicht? Die Sache ist unter Dach und Fach, Chef. Vier zwölfstöckige Apartmenthäuser und 120 Bungalows direkt am Strand. Sie? Ich habe auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja. Bungalow todo por Alia. No, no, Alia. Por fuera, grazie. Unsere Firma ist federführend und zuständig für den Absatz der Bungalows in Deutschland. Luis? Para usted. Muchas gracias, señor. Unser Partner ist eine der größten spanischen Baugesellschaften. Da kann nichts schiefgehen. Ganz einfach. Ich habe mich genau an Ihre Tipps gehalten, Chef. Kompliment, Stefan. Das war gute und schnelle Arbeit. Bist also fertig da unten? Nun bleibt ja noch ein paar Tage. Aber Unsinn, kannst ruhig noch eine Woche bleiben. Dann leg dich in die Sonne und faulenze. Musst nämlich gut erholt sein, wenn du hier zurückkommst. Tschüss, Klaus. Guten Start ins neue Leben. Hier warten nämlich größere Aufgaben auf dich. Ja, ich habe meinen Verwandten Klingel, Sympathie und Schecks dazu. Nein, 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 das war fertig. Ja, ich hab's ja in die Luft gesetzt. Ja. Aber nein, mein Junge, das muss so sein. Also bleib du gut ein paar Tage und wenn. Was? Wen hast du kennengelernt? Du blöder Hund. Haben Sie noch einen Wunsch, Herr Carsten? Nein, danke, Bender. Sie können schlafen. Was hat er nur heute? Ist er unruhig? Na, wahrscheinlich ärgert ihn wieder die Katze von nebenan. Bender, was würden Sie davon halten, wenn wir in Zukunft weniger Auto fahren und uns mehr um den Garten kümmern? Mir wäre es recht, Herr Carsten. Aber woher wollen Sie die Zeit nehmen? Zeit werde ich bald genug haben. Für meine Rosen und für meine Münzen. Ja, ja, ja. Wie gefällt Ihnen mein Nachfolger? Der junge Herr Helm? Hm? Wie gefällt er Ihnen? Ich kenne keinen jungen Mann in seinem Alter, der so tüchtig ist. Ja, so einen Sohn hätte ich mir immer gewünscht. Man kann nicht alles im Leben haben. Ja, das war. Guten Tag, Benner. Guten Tag, Herr Carsten.
Was ist denn? Wo warst denn du? Na, wo soll ich schon gewesen sein? Und du? In der Küche ein Glas Wasser trinken. Aber da ist doch einer im Park. Quatsch. Hör doch mal. Sieh mal nach. Ich habe dem Alten geschreibt. Unser Hasso? Herr Carsten, hören Sie mich, Herr Carsten. Steh doch nicht da rum, hol warmes Wasser und Verbandszeug und Cognac. Ja. Ich rufe die Polizei an. Hallo? Polizei? Hier ist ein Einbruch, Überfall. Promenadenweg 19 in der Villa von Hubert Carsten. Nein, ich bin der Chauffeur. Paul Bender ist mein Name. Der ist bewusstlos, der blutet am Hinterkopf. Ich mach das so auf. Was war? Einbruchdiebstahl, Herr Kommissar. Es muss heute Nacht so gegen 23:30 passiert sein. Der Wandtresor ist ausgeraubt worden. Allerdings ohne Spuren von Gewaltanwendung. Der Besitzer, der hat was gehört und ist dazugekommen und dabei hat er eins über den Schädel gekriegt. Liegt er im Krankenhaus? Nein, er wollte nicht. Er liegt oben in seinem Schlafzimmer. Der Hausarzt ist bei ihm. Er hat mich noch nicht mit ihm sprechen lassen. Na, dann will ich es mal versuchen. Was haben Sie denn da? Das ist der Schlüsselbund von Herrn Carsten. Das hat er gestern Abend in seinem Arbeitszimmer liegen lassen. Aha, da konnte der Bursche also sehr bequem. Ja, das habe ich auch erst gedacht, Herr Kommissar, aber da sind Spuren von Wachs an dem Schlüssel. An der Haustür auch und im Tresor. Ach so. Ja, da müsste sich schon jemand vorher Abdrücke besorgt haben. Das sieht so aus. So interessant. Morgen. Morgen. Kein Rotwein, überhaupt kein Alkohol. Und gelesen wird vorläufig auch nicht. Was heißt denn lesen? Ich streiche doch nur die gestohlenen Münzen hier im Katalog an. Guten Morgen. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Kriminalkommissar Berghäuser. Sind Sie der Doktor? Ich bin Herrn Carstens Hausarzt. Dürfte ich kurz mit ihm sprechen? Na, natürlich dürfen Sie. 5 Minuten höchst. Danke. Herr Carsten, ist ja fein, dass Ihnen schon wieder so viel besser geht. Danke. Was haben Sie denn unternommen? Zunächst ein paar Fragen. Haben Sie jemanden im Verdacht? Verdacht? Na, ich habe gestern Nachmittag meine Verwandtschaft an die Luft gesetzt. Alle miteinander. Jahrelang habe ich die finanziell unterstützt. Damit ist Schluss seit gestern. Wenn ich die Namen haben könnte, alles andere besorgen wir uns. Ja, also da wird zunächst mal Klaus Carsten, das ist mein Neffe. Dann Heinz Kupfer, das ist ein Immobilienmakler. Und Werner Brinkmann, das ist ein Tennislehrer. Das sind die Männer von meinen beiden Nichten. Wer von den Männern könnte Ihrer Meinung nach... Alle drei. Alle drei sind sie dazu fähig. Wasser stand ihm bis zum Hals. Außerdem wussten die alle genau, wo ich mein Zeug aufbewahre. Wie hoch ist denn der Schaden? Können Sie den Tresorinhalt beschreiben? Na, ich bin doch gerade dabei, die
gestohlene Münzen hier im Katalog anzustreichen. Oh, das ist gut. Dann können wir gleich Fahndung einleiten. Wie lange brauchen Sie? Nur eine knappe Stunde. Was war sonst noch in dem Tresor? Wertpapiere, aber das sind fast alles Namensaktien. Und 30.000 Mark bar. Und wer wusste von dem Bargeld? Ja, also mein Prokurist. Dann natürlich Stefan Helm, mein Bevollmächtigter. Und Ihr Chauffeur? Ja, sehr wahrscheinlich. Und selbstverständlich die Bank. Und wie hoch ist der Gesamtschaden? Über eine halbe Million. Aber die Beute wird dem Kerl schwer im Magen liegen, wenn der versuchen sollte, die Münzen zu verkaufen oder die Aktien. Ja, aber das Bargeld. Das sind alles neue 500 D-Mark-Scheine. Und die Nummern sind in meinem Büro notiert. Warum? Mache ich immer so. Das ist ja prächtig. Aber zurück zum Tresor. Sind Sie sicher, dass Sie ihn verschlossen hatten? Na, ganz sicher. Allerdings das Schlüsselbund, das habe ich auf dem Schreibtisch liegen lassen. Passiert Ihnen sowas öfter? Ja, leider. Ich glaube, es ist jetzt genug. Ja, ich bin sofort fertig. Sagen Sie, Ihr Bevollmächtigter. Sie meinen den Stefan Helm? Ja, wo ist der? Der ist in Spanien. Hab gerade mit ihm telefoniert, hab ihm die ganze Schweinerei erzählt. Morgen kommt er zurück. Das wird übrigens mein Nachfolger. Wissen das Ihre Verwandten? Na, die ahnen das zumindest. Das heißt, mein Neffe Klaus, der weiß das sogar. Der kam nämlich gestern Nachmittag nochmal zurück, als ich die ganze Bande rausgeworfen hatte. Und da kam gerade das Ferngespräch von dem Stefan Helm aus Spanien. Und das hat mein Neffe zum Teil wenigstens mit angehört. Naja, da muss ihm ja klar geworden sein, nicht? Herr Kommissar. Sofort. Ihrer Verletzung nach zu urteilen, sind Sie von hinten niedergeschlagen worden. Ja, von hinten. Ich wollte gerade die Polizei anrufen. Das heißt, Sie haben vom Täter nichts gesehen? Nein, im letzten Moment, da hörte ich ein paar Schritte, dann bekam ich auch schon eins über den Schädel und dann wurde mir schwarz von Augen und im Fallen, da sah ich dann noch so ein Stück vom Teppich und eine graue Hose und Tennisschuh. Ja, bitte. Ich muss Sie sprechen. Was kann ich für Sie tun? Kriminalpolizei. Dürfte ich ein paar Fragen an Sie richten? Kriminalpolizei? Wüsste nicht. Wann haben Sie den Onkel Ihrer Frau zuletzt gesehen? Ja, gestern Abend. Wann gestern Abend? Es ist morgens um 5 Uhr gewesen. Halb sechs. Später nicht mehr? Nein, später nicht. Warum fragen Sie? Auf Herrn Carsten wurde gestern Nacht ein Raubüberfall verübt in seiner Bibliothek. Ja, tut mir leid. Ist ihm was passiert? Er hat eine schwere Kopfverletzung, aber er lebt. Wir haben uns lange unterhalten. So. Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen mehr wissen. Zum Beispiel, wo Sie gestern, na sagen wir, zwischen 22 Uhr und Mitternacht waren. Ein Alibi? Sie verdächtigen mich also? Das hat nichts zu sagen, das bringt mein Beruf so mit sich. Also, können Sie sich erinnern, wo Sie waren und wer es eventuell bestätigen könnte? Ich war zu Hause. Und bestätigen kann das meine Frau. Na, wie fein. Gibt es außer Ihrer Frau noch jemanden, der das bestätigen könnte? Nein. Da muss ich Sie enttäuschen. Das ist schade. Darf ich Ihre Schuhe einmal sehen? Meine Tennisschuhe? Soll ich sie ausziehen? Nein, es genügt, wenn ich einen Blick auf die Sohlen werfen dürfte. Danke. Haben Sie noch mehr davon? Drei Paar. Zum Wechseln. Ich habe auch noch ein paar schöne Pullover, wenn Sie die ansehen wollen. Nein, danke. Nur noch eine letzte Frage. Ihren Verwandten, dem Klaus Carsten, haben Sie den heute schon gesprochen? Ich weiß gar nicht, wo der wohnt. Und Ihren Schwager, Heinz Kupfer? Auch nicht. Wir haben wenig miteinander zu tun. Was heißt das wenig? Wir sind zwar Verwandte, aber keine Freunde. Aber das ist ja... Das ist ja schrecklich.
Onkel Hubert, tut mir ja wahnsinnig leid, aber was hat denn mein Mann damit zu tun? Wenn ein Verbrechen geschieht, dann fragen wir zuerst nach dem Motiv. Und in diesem Fall, ich meine nach der gestrigen Auseinandersetzung im Hause Ihres Onkels, wir müssen, wie gesagt, jede Möglichkeit nachprüfen. Ich finde das etwas voreilig, Herr... Peine. Wir suchen nach der Wahrheit, gnädige Frau, und hoffen dabei auf Ihre Unterstützung. Was wollen Sie wissen? Haben Sie einen Verdacht? Also... Nein. Sie haben an jemanden gedacht? Nein, das wäre absurd. Heinz, das ist Herr Peine von der Kriminalpolizei. Onkel Hubert ist gestern Nacht überfallen und beraubt worden. Herr Peine hofft, dass wir ihm helfen können. Was wollen Sie wissen? Wo Sie gestern Abend zwischen 22:30 und Mitternacht gewesen sind. Das hätte ich mir ja denken können. Und wer es bestätigen könnte. Sie halten mich also für einen Tresorknacker und Knüppelhelden. Darf ich fragen, woher Sie wissen, dass es sich um einen Tresorraub handelt? Aber das habe ich ihm doch eben gesagt. Nein, nein, liebe Frau, Sie sagten wörtlich, Onkel Hubert ist gestern Abend überfallen und beraubt worden. Mehr nicht. Ich habe es vor 20 Minuten von einem Bekannten erfahren. Wer war das? Ein Herr Wehmeier, das Prokurist beim Baugeschäft Eder. Wir werden es nachprüfen. Würden Sie mir nun bitte sagen, wo Sie gestern Abend gewesen sind? Ich war hier in meinem Büro. Von 8 Uhr abends bis nachts um 1. Wer war dabei? Niemand. Und es hat Sie auch niemand gesehen? Der Nachtwächter vielleicht, oder? Es hat Sie auch niemand angerufen zwischen 11 und 12? Niemand. Doch, ich. Zweimal habe ich mit ihm telefoniert. Kurz vor 11 und dann noch einmal um 23:30. Ich wollte wissen, wann er endlich nach Hause kommt. Erinnerst du dich nicht, Heinz? Ach so, ja, natürlich. Die eigene Frau vergisst man leicht. Ja, 22:50 und dann noch einmal um 23:30. Gleich nachdem das Fernsehen zu Ende war. Sind Sie in nächster Zeit hier erreichbar oder haben Sie eine Reise geplant? Ich habe keine Reise geplant. Dann möchte ich Sie nicht länger stören. Besten Dank für die Auskünfte. Ich weiß nicht, ob das gut war. Frau Brinkmann? Ja? Mein Name ist Berghäuser, ich bin Kriminalkommissar. Darf ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, wollen Sie nicht draufkommen? Das wird nicht nötig sein, nur ein paar kurze Fragen. Nach dem Besuch bei Ihrem Onkel gestern Nachmittag sind Sie da nach Hause gefahren? Ja. Und sind Sie zu Hause geblieben? Ja, den ganzen Abend. Und zwischen 22 Uhr und Mitternacht waren Sie da auch in Ihrer Wohnung? Ich sage Ihnen doch, den ganzen Abend bis zum Schlafengehen. Kann das jemand bestätigen? Was heißt bestätigen? Ich meine, gibt es einen Zeugen dafür, dass Sie die ganze Zeit zu Hause waren? Vielleicht Ihr Mann? Tut mir leid, mein Mann war nicht da. Aber wollen Sie mir bitte sagen... Wo war denn Ihr Mann? Das weiß ich nicht. Und wann kam er nach Hause? Das weiß ich auch nicht. Ich habe schon geschlafen. Wollen Sie mir bitte sagen, was die Frage bedeuten soll? Ihr Onkel ist gestern Nacht überfallen und beraubt worden. Ich habe die Aufgabe, den Täter zu finden. Onkel Hubert? Ist ihm was passiert? Er hat eine Kopfverletzung, aber es geht ihm schon wieder besser. Haben Sie wirklich keine Ahnung, wo Ihr Mann war? Fragen Sie ihn selbst. Vielleicht sagt er so. Ich habe ihn schon gefragt. Was hat er gesagt? Dass er zu Hause war. Das ist sein Problem. Brauchen Sie mich noch? Im Moment nicht. Vielen Dank, Frau Brink. Der da anschlägt. Und Brinkmann? Ja, er hat jetzt zugegeben, dass er die Nacht bei einer seiner Schülerinnen verbracht hat. Und das stimmt? Das wird sich rausstellen.
Herr Carsten, Augenblick bitte. Meinen Sie mich? Ja, wenn Sie Herr Klaus Carsten sind. Ja, der bin ich. Wer sind Sie? Mein Name ist Berghäuser. Ich bin Kriminalkommissar. Ich möchte gerne wissen, was Sie gestern Abend getan haben, nachdem Ihr Onkel Sie, na also sagen wir, verabschiedet hatte. Warum? Ist irgendwas, wenn Sie bitte erst meine Frage beantworten würden? Ist eine lange Geschichte. Wir haben gefeiert. Von 8 Uhr abends bis, na, bis es hell wurde. Wo haben Sie gefeiert? Bei Freunden. Dann in etlichen Bars. Und zum Schluss wieder bei Freunden. Na, das ist mir zu allgemein. Ginge das nicht etwas präziser? Mich interessiert vor allem die Zeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Zu viel diesen, Herr Kommissar. Mir tut jetzt noch der Schädel weh. Ihrem Onkel auch. Wieso? Ihr Onkel ist gestern Nacht beraubt und niedergeschlagen worden. Onkel Hubert? Mhm. Na, das ist ja ein Ding. Wo? Zu Hause? Wie geht's ihm denn? Es geht ihm schon wieder besser. Er hat mir den gestrigen Familientag genau geschildert. Aha. Und deswegen... Richtig. Jetzt werden Sie auch verstehen, weshalb Ihr gestriges Alibi so wichtig ist. Für uns und auch für Sie. Tja. Ich würde Ihnen ja gerne behilflich sein, aber ich... Meine Freunde, wenn ich die noch mal fragen könnte, dann kriege ich es vielleicht zusammen. Mir wäre es lieber, wir würden das erstmal allein versuchen. Ohne die Hilfe Ihrer Freunde. Also? Also kommen alle drei als Täter in Frage. Jeder hat ein kräftiges Motiv, keiner hat ein wasserdichtes Alibi. Jeder wusste, wo der Wandtresor war. Und jeder hatte die Möglichkeit, ich meine, bei Carstens Nachlässigkeit mit seinen Schlüsseln, da konnte doch jeder irgendwann einmal Wachsabdrücke für Nachschlüssel nehmen. Und die Sachfahndung? Läuft. Wenn der Täter versuchen will, eine Münze oder eine Aktie zu verscherbeln, ist er geliefert. Auch die Banken wissen Bescheid wegen der Geldscheinnummer. Na gut, machen wir Schluss für heute. Morgen kümmern Sie sich weiter um die Alibis. Ich habe mir überlegt, könnte der Einbruch nicht auch geschäftliche Gründe haben? Wieso? Naja, Konkurrenzfirma oder so. Über diese Möglichkeit habe ich mit Carsten noch gar nicht gesprochen. Ich werde das morgen nachholen, wenn der Bevollmächtigte aus Spanien zurück ist. Also, bis morgen. Bis morgen. ¿Ha preparado las maletas? Sí, ya están listas. Pues vamos. ¿Va usted directo? Sí, sí. Son 1500 kilómetros. 1500 kilómetros. 1500 kilómetros, madre mía. Sí, sí. 15 Stunden, ¿eh? 15 horas. Oh. Es una pena que usted se vaya. Hasta el mamá. Wagabinder, geht's zum Schiff? Besser. Wieso sind Sie schon hier? Bin durchgefahren. Von Barcelona bis hier. Mein Gott, sieht der aus. Der ist durchgefahren. Von Barcelona bis hierher. Stell dir vor. Na, wer denn sonst? Das Wasser steht Ihnen bis zum Hals. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne Ihre Verwandten zwar nur flüchtig, aber dass einer von Ihnen zu einer solchen Tat fähig sein sollte. Nein, nein, ausgeschlossen. Mein lieber Junge, du wirst mal ein ausgezeichneter Chef der Firma Carsten. Aber privat bleibst du ein leichtgläubiges Schaf. Moment mal, Chef, was werde ich? Ja, rein. Kommissar Berghäuser möchte Sie sprechen. Also rein, Tom. Bitte? Ja. Was haben Sie eben gesagt? Das hast du doch gehört, oder? Guten Morgen, Herr Carsten. Na, wie war die Nacht? Danke, langweiliger als die letzte. Konnten nicht schlafen. Darf ich Ihnen meinen Nachfolger vorstellen? Stefan Helm, vor 10 Minuten aus Spanien angekommen, ne? Wie gefällt er Ihnen? Ja, sieht ein bisschen erschrocken aus. Das hilft ihm gar nichts. Für nächsten Montag ist der Notar bestellt. Da machen wir die Übertragung. Sämtliche geschäftlichen Vollmachten gehen von Hubert Carsten auf Stefan Helm über. Na, wie gefällt dir das? Darf ich mich setzen? So, jetzt sind Sie dran, Kommissar. Was gibt's Neues? Ja, die Sachfahndung läuft seit gestern Abend. Sobald eine Münze oder Aktie irgendwo auftaucht, da kriegen wir Bescheid. Nein, aber der Täter die Beute ins Ausland schafft. Ja,
Der Kreis der Personen, die als Täter in Frage kommen, ist zum Glück recht klein. Wir überwachen sie seit gestern. Aber die 20.000 müssen wir wohl abschalten. Aha, er kommt wieder zu sich. Es sind sogar 30.000. Auch darüber kann ich Sie beruhigen, Herr Helm. Wir haben die Nummern sämtlicher Geldscheine. Und alle Banken wissen Bescheid. Na, Gott sei Dank. Dann ist ja der Schaden am Ende gar nicht so groß. Nee, bist auf das Loch in meinem Schädel. Herzlichen Dank, sehr nett von dir, mein Lieber. Herr Carsten, Sie werden... Herr Carsten, könnten Sie alle Verwandten heute Nachmittag noch einmal in Ihr Haus bitten? Ginge das? Lieber Himmel, die ganze grässliche Bagage. Was versprechen Sie sich denn davon? Die Einzelbefragung hat nicht viel ergeben. Wir überprüfen gerade die etwas schwachen Alibis. Aber wenn ich alle Verwandten heute Nachmittag noch einmal am Tatort versammelt hätte, so könnte ich mir denken, dass da etwas mehr herauskäme. Aber verlangen Sie nicht von mir, dass ich in der Versammlung teilnehme. Das ist nicht nötig, Herr Carsten. Wozu haben Sie so einen tüchtigen Stellvertreter? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, alle Ampeln waren wieder mal rot. Schon gut, bitte nehmen Sie Platz. Schon da, bin ja typisch. Und? Sie alle wissen, was passiert ist. Ein Mann mit Tennisschuhen ist vor 2 Nächten hier eingedrungen, nachdem er den Schäfer und Hasso getötet hatte. Mit vergifteten Fleischbrocken. Er hat den Wandtresor da drüben ausgeräumt und sich hinter dem Vorhang versteckt, als der Hausherr herunterkam und den Raub entdeckte. Er hat ihn niedergeschlagen, vermutlich mit einem Totschläger. Dann hat er die Telefonschnur durchgeschnitten und hat das Haus wieder auf normalem Wege verlassen. Er brauchte kein Schloss gewaltsam zu öffnen, weil er sich vorher bei passender Gelegenheit Nachschlüssel besorgt hatte. Jetzt kommen Sie doch bitte zur Sache. Was habe ich damit zu tun? Es hat doch alles in der Zeitung gestanden. Warum haben Sie mich herbestellt? Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich weiß, dass der Täter hier im Raum ist. Ich weiß nur noch nicht, wer von Ihnen es getan hat. Aber da ich dem Täter etwas sagen wollte, musste ich Sie wohl oder übel alle herbestellen. Wenn Sie die Zeitung gelesen haben, so werden Sie wissen, dass die Beute für Sie wertlos ist. Sie ist unverkäuflich. Sogar das Bargeld würde Sie verraten. Daher mein Appell an Ihre Vernunft. Geben Sie das Zeug anonym wieder zurück. Tun Sie es meinetwegen in ein Bahnhofsschließfach und schicken Sie den Schlüssel an uns ins Präsidium oder direkt an Herrn Carsten. Das ist doch ein schlechter Krimi. Von uns wird's mit Söldner Quatsch. Ja, bei Carsten. Einen Augenblick. Für Sie, Herr Kommissar. Berghäuser? Ja, Peine? Was? Alle? Also nichts. Ja, danke, Herr Peine. Ja, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ihre Alibis haben der Nachprüfung standgehalten, alle drei. So, tja, da dürfen wir uns ja wohl verabschieden. Ich habe morgen eine Geschäftsreise nach Heidelberg vor. Ist dagegen was einzuwenden? Selbstverständlich nicht. Sie können reisen, wohin Sie wollen. Komm, Mutter. Lass mich in Ruhe. Ach, jetzt hab dich doch nicht so. Tja, das war kein Ruhmesblatt für die Kripo. Rückschläge gibt's in jedem Beruf, Herr Kommissar. Ich war Trost. Ich muss ganz von vorn anfangen. Wieder bei den Tennisschuhen. Ja? Ja? Was denn soll das etwa heißen, dass das ganze Zeug nichts wert ist? Das ist mir doch egal. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich will mein Geld. Da wies es 1.000 als Anzahlung. Und wohin mit der Tasche, dem Plunder? Hauptbahnhof Handgepäck. Gut, wann? Sofort, meinetwegen. Aber um die Anzahlung kommen Sie mir nicht. Nach Heidelberg, wohin das? Mir sollte recht sein. Thank you.
eine Idee. Moment mal. Ja. Das ist viel besser. Fernschreiben aus Heidelberg, Herr Kommissar. Heute Nachmittag. Zwei 500-Markscheine aus der gestohlenen Serie. Leider kann der Kassierer nichts mehr über den Mann sagen, der sie gewechselt hat. Hausdurchsuchung bei Kupfer? Ich glaube nicht, dass Kupfer so dumm ist, eine Reise nach Heidelberg anzukündigen, um dann da das heiße Geld auszugeben. Das Fernschreiben macht eher die beiden anderen verdächtig. Die haben doch gehört, dass er nach Heidelberg wollte. Ja, ja, aber weder der Tennislehrer noch der Student haben die Stadt bisher verlassen. Das haben sie auch gar nicht nötig. Einer von den beiden hat bestimmt seinen unbekannten Mittäter dahin geschickt, um das Geld auszugeben. Wen? An den Mann mit den Tennisschuhen. Ach, immer den Mann mit den Tennisschuhen. Dann sind wir also nicht klüger als vor dem Fernschreiben. Na, Sie nicht. Aber ich. Wieso? Das heißt, ich habe da eine Vermutung. Das ist mir piepegal, ich will mein Geld. Die 1000 Eier sind längst verbraucht für Schulden und dringende Ausgaben. Geduld, Geduld. Für Ihre guten Ratschläge kann ich mir nichts kaufen. So, jetzt reicht's mir. Können Sie mir sagen, was die wert ist? Sehr schönes Stück. Katalogwert 500 Mark. Ich wäre bereit, Ihnen 380 dafür zu zahlen. Und sagen wir 400. Ja. Ich glaube sogar, dass einer meiner Stammkunden diese Münze sucht. Vielleicht kann ich Ihnen sogar 450 dafür zahlen. Ich müsste erst in der Kartei nachsehen. Einen Augenblick Geduld, ja?
Herr Kommissar, Raubüberfall auf einen Münzhändler. Ungefähr vor einer Stunde. Ein Mann so um die 40 wollte ihm eine Münze verkaufen. Der Händler hat sie erkannt, hat unseren Fahndungsbericht gelesen. Als er die Polizei anrufen wollte, da hat er ihn niedergeschlagen und hat ihn beraubt. Das Goldstück haben wir, aber leider keine Fingerabdrücke. Brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich kenne den Täter. Was? Ich kenne den Täter. Wieso denn so plötzlich? Wer ist es denn? Jetzt bin ich ihn unterwegs. Endorfelser. Ich lasse die Flossen hoch. Sie haben vor einer Stunde den Münzhändler Urban in der Baderstraße überfallen und beraubt. Sie haben vor einer Woche in der Nacht zum 17. den Bauunternehmer Carsten in seiner Villa überfallen und beraubt. Woher hatten Sie die Schlüssel zur Villa Carsten? Guck dir das an. Wer ist denn Ihr Auftraggeber? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ach, Sie wollen den Ahnungslosen spielen? Ich verlange einen Rechtsanwalt. Wir werden Sie auch nötig haben. Anziehen. Bisschen schneller. Wer wird denn Ihren Anwalt bezahlen, Pelzer? Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen, Herr Kommissar. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Pelzer. Hoffentlich geht Ihre Rechnung auf. Sie meinen, Sie sitzen 5, 6 Jahre Zuchthaus ab? Und dann kommen Sie raus und kassieren die fette Belohnung für Ihr Schweigen. Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Na gut, wie Sie wollen. Abhören erstmal. Und was jetzt? Na, was schlagen Sie vor? Wir kennen doch den Auftraggeber. Warum nicht verhaften? Ach, weil er leugnen würde und weil Pelzer dichtelt. Das sehen Sie doch. Wir müssen ihn in eine Falle stellen. Am besten ist die ganze Familie noch mal zusammenzutrommeln heute Nachmittag. In der Villa Carsten, sagen wir 17 Uhr. Ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Die Verhaftung des Täters steht unmittelbar bevor. Er hat uns den Gefallen getan, heute Morgen ein ähnliches Verbrechen zu begehen. Er wollte ein Goldstück aus der geraubten Sammlung verkaufen. Als der Münzhändler das Stück erkannte, hat der Täter ihn niedergeschlagen und beraubt. Der Münzhändler lebt. Er hat uns eine genaue Täterbeschreibung gegeben. Außerdem ist an dem Goldstück ein Daumenabdruck gesichert worden. Dieser Daumenabdruck befindet sich bereits per Flugzeug auf dem Weg in das Bundeskriminalamt nach Wiesbaden. Spätestens morgen früh ist der Mann identifiziert. Wir glauben nämlich, dass es ein Profi ist. Warum erzählen Sie uns das? Weil einer von Ihnen den flüchtigen Täter eigentlich kennen müsste. Und uns vielleicht helfen möchte. Ich glaube nicht. Nee, jetzt habe ich die Nase voll. Komm, Stefan, bring mich nach oben. War das die Falle? Das war sie. Na und jetzt? Und wir hoffen, dass sie zuschnappt.
Sehr begabt, Herr Peine. Vielen Dank. Und was machen wir, wenn er vorher anruft? Ich habe die Post eingeschaltet. Die Nummer ist gestört. So was Dummes. Was? Dass mir das nicht eingefallen ist. Hm. Ach, ist das dreckig. Das ist ein Beruf. Tja, Assistentenschicksal. Idiot. Besoffen auch noch. Wer hat dir erlaubt, die Münzen anzurühren? Sie haben deinen Fingerabdruck, du Volltrottel. Du musst weg von hier sofort. Ein neugieriger Mensch bin. Warum haben Sie so viel riskiert? So dicht vor dem Ziel. Sie sollten doch sein Nachfolger werden. Ja. Aber über das Geld hätte Carsten weiter allein verfügt. Und eines Tages hätte sein Lieblingsneffe doch noch sein Diplom gemacht. Und ich hätte einen Tritt bekommen. Außerdem wusste ich in Spanien noch gar nicht, dass ich sein Nachfolger werden würde. Ja, ja, der Spatz in der Hand. Und die Taube auf dem Dach. Hat mich Pelzer verpfiffen? Er schweigt wie eine Austern, hofft auf die Belohnung. Wie sind Sie mir dann draufgekommen? Ganz einfach. Ich habe über Interpol in Ihrem Hotel an der Costa Brava und beim Fernamt in Barcelona nachforschen lassen, mit wem Herr Stefan Helm am Tag der Tat Ferngespräche nach Deutschland geführt hat. Um 17.50 Uhr haben Sie ein Gespräch mit Ihrem Chef geführt, um den erfolgreichen Geschäftsabschluss zu melden. Dabei hat der alte Herr Ihnen mitgeteilt, dass er soeben seine gesamte Verwandtschaft zum Teufel gejagt hat. Das war der richtige Zeitpunkt für Sie, den lange geplanten und vorbereiteten Einbruch zu starten. Zwei Fliegen mit einer Klappe, hübscher Batzen Bargeld und die gesamte Verwandtschaft unter Tatverdacht. Ja, und um 18.15 Uhr haben Sie dann noch ein Ferngespräch geführt. Mit dieser Nummer hier. Kommen Sie, Herr Helm.